Wir sind unterwegs mit dem Camper in Dänemark. Dann mal rein ins kühle Nass. In diesem Video erkunden wir die Ostsee und Nordsee und übernachten direkt am Meer. Unsere Reise ist gespickt mit aufregenden Aktivitäten. Wir stürzen uns ins Strandsegelabenteuer am breitesten Strand von Europa. Freut euch auf unser selbstgemachtes Wattenmeer-Hotdog und auf traumhafte Sonnenuntergänge. Hi! Wir haben uns diesmal einen Camper ausgeliehen und sind auf dem Weg nach Dänemark. Und ich muss sagen, es ist ganz schön ungewohnt, so weit oben zu sitzen und quasi von oben auf die Straße hinabzublicken. Felix ist natürlich auch mit dabei, schon fleißig am Fahren. Hallo Felix! Servus! Wie fährt es sich? Ja, ganz gemütlich eigentlich hier. Für mich ein bisschen wie ein LKW-Fahrer. Wir sind auch ungefähr so schnell wie ein LKW, kann ich euch sagen. Aber wir sind jetzt in einer Stunde 22 da, laut Navi. Und da bin ich gespannt, wie der Campingplatz aussehen wird. Wir haben das Meer erreicht. Yes, yes, yes. Da sind wir. Direkt am Meer. Sehr cool. Erstmal den Strand anschauen. Das Wichtigste zuerst. Ich habe den ersten Kontakt mit Meerwasser gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich gebe euch natürlich auch eine kleine Roomtour. Schuhe müssen draußen bleiben. Und dann kommen wir hier schon rein in den Essbereich. Da ist dann so ein kleines Ceranfeld. Hier die Küche, die ist so ein bisschen abgedeckt noch. Da geht's ins WC mit Dusche. Und hier ist der Schlafbereich mit Blick aufs Meer. Und auch wenn es gerade regnet, wir sind gespannt, was wir in den nächsten Tagen alles hier im Süden Dänemarks erleben werden. Es ist so schön, hier morgens am Wasser aufzuwachen und sich dann erstmal hier so am Strand ein bisschen die Beine zu vertreten. Und schaut mal, wie ruhig das Meer da einfach da liegt. Es gibt kaum Wellen. Und es ist glasklar. Und hier am Campingplatz kann man sich Stand-Up-Paddleboards ausleihen. Das probieren wir jetzt mal. Und dann können wir da mal rausfahren. Dann mal rein ins kühle Nass. Ich hoffe, ich falle nicht rein. Es könnte kalt werden. Also an den Füßen ist es ziemlich kalt. Oha! Yeah! Schaut gut aus. Okay, das regt die Durchblutung an. Und jetzt meine Waden sind auf jeden Fall fit jetzt durch die Kälte. Aber gut gemacht, nicht reingefallen. Ja, ich habe mir Mühe gegeben, aber hat Spaß gemacht. Man kann hier echt so richtig schön dahin gleiten. Wenn ich so nach da paddle, habe ich so ein bisschen Gegenwind, das ist ein bisschen anstrengender. Und wenn man dann so sich zurückgleiten lässt, ist es echt mega entspannend einfach. Nach dem Ausflug aufs Wasser erkunden wir das Festland. Hier ganz in der Nähe startet auch einer der schönsten Wanderwege Dänemarks, der sogenannte Gendarmstien. Und der führt über insgesamt 80 Kilometer immer so schön an der Küste entlang bis nach Flensburg. Der Name kommt daher, weil hier an der Flensburger Förde früher die Gendarmen patrouilliert sind, um die deutsch-dänische Grenze vor Schmugglern zu schützen. Und wir starten jetzt direkt hier. Eine schöne Muschel gefunden. Schaut mal die Farben an, wie schön dieses Blau leuchtet. Wird vielleicht ein Souvenir. Der Wanderweg entlang der Küste ist super idyllisch. Keine Menschenseele weit und breit. Man hat das Gefühl, dass man die gesamte Ostsee für sich alleine hat. Wir sind zurück am Camper und düsen jetzt weiter. Wir wollen nämlich noch zur Nordsee. Wart ihr denn auch schon mal in Dänemark unterwegs? Und wenn ja, wo wart ihr denn da? Wart ihr an der Ostsee oder an der Nordsee? Und falls ihr beides gesehen habt, wo hat es euch besser gefallen? Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare hinein. Auf dem Weg zur Nordsee haben wir einen kurzen Zwischenstopp eingelegt, weil plötzlich dieser Turm vor uns aufgeragt ist. Der Mask Tower und der ist 25 Meter hoch. Spannende Architektur auf jeden Fall. Ziel in Sichtweite.
zwar über diesen Damm. Der sorgt dafür, dass man hier nicht mit einer Fähre übersetzen muss, sondern ganz bequem mit dem Auto anreisen kann. Straße zu Ende. Man kann hier auf den Strand drauf fahren, da vorne sind schon lauter Autos. Man soll nur aufpassen, dass man sich nicht festfährt. Zum Glück sind wir nicht stecken geblieben, weil der Sand ziemlich festgepresst ist. Man kann hier ewig weit fahren. An der breitesten Stelle ist der Strand immerhin bis zu 6 Kilometer breit. Das ist hier so groß, wir müssen uns erstmal einen Überblick verschaffen und sind dabei jetzt schon mittendrin in dieser Dünenlandschaft. Sehr schön. Da ist der Campingplatz. Langsam geht nicht da. Nee, entweder ganz oder gar nicht. Wir sind jetzt hier am Strand mit Per verabredet. Hallo Per. Hallo Marlene, nett dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Zum Abendessen gibt's heute Wattenmeer-Hotdogs. Soll übrigens so aussehen, wenn er fertig ist. Und dazu suchen wir zuerst ein paar Zutaten, die hier am Strand wachsen. Wir haben hier jetzt Strandmiere entdeckt. Die ist nicht umsonst auch als Strandgurke bekannt. Denn man mag es kaum glauben, sie hat keine Ähnlichkeit mit einer Gurke, aber sie schmeckt so krass danach, wenn man da unten diese Blätter probiert. Wie saure Gurke. Also wenn ihr die mal irgendwo seht, mitnehmen. Kann man auch einkochen. Ich hätte nicht gedacht, dass direkt am Strand so viele essbare Pflanzen wachsen. Wir haben einiges gefunden. Am spannendsten finde ich den Strandkoriander. Ja, Strandkoriander, Strand-Dreizack. Das ist diese Pflanze hier. Die kommt jetzt gleich in die Mayo rein. Per nimmt uns mit zu seiner Outdoor-Küche im Naturcenter. Und hier werden zuerst die Kräuter sorgfältig gewaschen, damit kein Sand mehr zurückbleibt. Dann wird die Mayo verfeinert. In der Zwischenzeit kümmert sich Per um die Bratwürste. Sehen doch eigentlich schon sehr gut aus. Ja, super. Die sind von Simon. Der Metzger hier auf dem Insel und der macht jetzt diese Lammwürste hier. Dann müssen wir uns ja nur noch ein Brot schnappen. Die Würste sind fertig, das heißt, ich kann mir jetzt meinen Hotdog belegen. Und zwar mit all den Leckereien, die wir vorher schon zubereitet haben. Zum Beispiel der Mayo mit dem Koriander drin, also mit dem Meereskoriander. Haben wir hier diese Gurkenpflanze, ein paar verschiedene Zwiebeln und selbstgemachten Ketchup. Jetzt hole ich mir die Lammbratwurst. Bitte sehr. Dankeschön. Lammwurst, ein bisschen Ketchup. Beidrücken. Ja. Lass es dir schmecken. Danke. Kräuterhotdog. Also der schaut gut aus. Ich freue mich jetzt auch. Mahlzeit. Danke. Heute haben wir auch wieder viel gemacht. Jetzt bin ich aber auch gut gesättigt. Damit geht es jetzt bald ins Reich der Träume. Und morgen steht dann noch mal Action auf dem Programm. Da geht es dann Strandsegeln. Da stehen sie schon. Mit diesen Gefährten werden wir uns jetzt gleich über den Sand bewegen. Das sind wie so drei Räder mit so einem Segel oben dran. Hallo. Hallo. Ich heiße Henning. Marlene. Herzlich willkommen. Dankeschön. Zum Sönderstrand. Beste Platz in Europa zum Strandsegeln. Hervorragend. Ich freue mich schon sehr. Safety first. Welche Regeln gibt es denn zu beachten? Da darfst du nur drei Dinge. Abstand halten, Füße auf Pedalen und Handchen abgeben. Einfach. Ja, klingt easy. Dann kann es ja losgehen. Schaffen wir. Auf geht's. Dann kann ich hier mit meinen Füßchen lenken. Geht's nach links und nach rechts. Und hier mit dem Segel kann ich dann quasi Gas geben. Wenn ich da ein bisschen stärker ziehe, dann kommt da mehr Wind rein. Und dann kann ich damit fahren. Na dann, viel Spaß. So, was ist los? Es gibt noch zu wenig Wind, oder ich bin zu schwer. Zumindest komme ich nicht von der Stelle. Für die ersten Versuche brauche ich noch ein bisschen manuelle Unterstützung. Aber nach 2-3 Runden durch den Übungsparcours habe ich den Dreh raus und gebe richtig Gas. Ich bin schneller! Strandsegler kann bis zu 50 km/h schnell werden. Bei dieser Geschwindigkeit können auch mal unfreiwillige Stunts passieren. Oh, das hat so Spaß gemacht, muss ich sagen. Also hier mit dem Wind wirklich unterwegs zu sein, diese Kurven zu spüren. Ich habe überall hier Dreck an der Nase, oder? Ich sehe da selber so ein Dreck-Dings.
Aber das ist es wert auf jeden Fall. Zieht euch irgendwas an, was dreckig werden darf. Fahrt ein bisschen durchs Wasser und macht es einfach. Watch me. Just follow every move. Jetzt genießen wir hier noch den Sonnenuntergang. Ich glaube, irgendwann habe ich ein Haus am Meer. Es ist echt wunderschön hier in Dänemark. Und jetzt aktuell zu dieser Zeit ist auch noch kaum was los, sodass man die Natur wirklich ungestört genießen kann. Hier der Sonnenuntergang ist jetzt nur das i-Tüpfelchen auf unserer Reise. Und wir fahren jetzt auch gleich wieder vom Strand weg auf den Campingplatz. Hier darf man nämlich nicht über Nacht stehen bleiben. Ich freue mich aber jetzt erstmal über jeden Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Denkt an das Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr noch mehr Impressionen von der Ostseeküste sehen möchtet, dann könnt ihr hier direkt weiterschauen. Da sind wir mal den Hochuferweg auf Rügen gelaufen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!